Also, wir sind jetzt hier im Seilpark im Forst, zu Dresden. Und wir zeigen euch heute, was wir so machen können. Also man darf ab 3 Jahren, so etwa, darf man dann schon mal in den Kinderparcours gehen, darf da schon mal erste Erfahrungen sammeln. Und nachher für die Größeren ist es so, dass die unter 14-Jährigen in Begleitung von einem Erwachsenen sind. Aber dann gerne. Wenn da ein Erwachsener dazuschaut, der kann auch ruhig auf 2 aufpassen, das ist also gar kein Problem. Ja. Auf jeden Fall Koordination, dann auch Kondition natürlich, weil du da und dort auch Armkraft brauchst und so weiter. Dann Ausdauer hat auch Elemente dabei. Es geht auch ein bisschen um Teamfähigkeit, das Miteinander, weil das sehr im Vordergrund steht, dass man aufeinander aufpasst, dass man so einen Partner-Check eben immer wieder mal auch den Gurt zum Beispiel checkt oder das Einhängen unten bei diesen Sicherungsgeräten. Es geht natürlich bei den koordinativen Fähigkeiten geht's insbesondere ums Balancieren. Ja, und dann auch sonst allgemein das Bewegen in der Höhe. Also das kann man dann übertragen, zum Beispiel auch, wenn man jetzt einmal im Gebirge auf einem Grat entlang geht, also, dass man einfach an das sich so gewöhnen kann. Aber dann mit Sicherung. Ja, das ist eigentlich eine gute Sache von daher. Man ist schon sehr gut gesichert, man hat hier 2 Schnallen, aber die muss man natürlich richtig hinhalten, sonst bringt das auch nichts. Und es hat immer am Rand etwas, wo man sich festheben kann. Und dann kann man sich selber einschätzen, will ich das oder will ich mal freihändig probieren. Also man muss einfach gut schauen und wenn sie hängen bleiben, man muss einfach retten. Und viele von der Schule, also von Klassen kommen, also so Gruppen, nur Klassen kommen klettern mit dem Lehrer und so. Ja, weil es etwas anderes ist als eine Kletterhalle. Also da können sie sich selber probieren, sie können selber Erfahrungen sammeln in der Höhe, dann das Handling mit der Karabiner, mit der Sicherheitsausrüstung. Und in der Kletterhalle ist es zwar auch lässig, natürlich, aber du brauchst immer einen Seilpartner, oder? Und dann ist es so, dass man eigentlich immer im Team schafft und da bist du in diesen Übungen eigentlich für dich allein. Kannst du auf dich allein aufpassen. Aber man muss kein Profi sein für das. Dann braucht es gute Schuhe, also gute Schuhe sollte man haben, auf jeden Fall, und Sportbekleidung. Und sonst kann das eigentlich jeder machen. Ja, Frauen wie Männer, Kind, alle eigentlich. Ja. Also ich finde es echt cool, weil man hat halt so Ziplines. Man muss da die Leiter aufklettern, dass man überhaupt zu der Route kommt. Und ich finde es allgemein einfach cool. Und vor allen Dingen halt auch, es ist keine Regel, es ist eigentlich so ein ungeschriebenes Gesetz, was wir da haben. Es ist so, dass es nicht ums Durchhuschen geht, also schnell, 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 alles erledigen, sondern um die Challenge, ums Abenteuer. Wenn man das beachtet, dann ist es eigentlich gut für alle. Dann haben alle am meisten davon. Also wir sind jetzt da etwa fast 3 Stunden im Seilpark gewesen. Und es ist echt cool, auch für Leute, die vielleicht nicht so sportlich sind oder sonst was, weil es gibt verschiedene Schwierigkeitsstufen. Ob jetzt mit Familie oder auch mit den Kollegen. Es ist sehr lustig da, wenn man das umeinander klettern kann. Man kann da super Zeit vertreiben, jetzt mal so als Tagesausflug hierher kommen. Und es ist eigentlich für jeden was dabei.